Hallo, hier spricht Julian von Serial Killers und wir reden jetzt über das Spiel Lost Worlds. Lost Worlds. Neben mir, der Mann muss sich auskennen, der Designer selbst. Hallöchen, ich heiße Dan Gabriel und ich bin Game Designer und Narrative Designer für Lost Worlds. Okay, dann erzähl uns mal was. Was kann man sich darunter vorstellen? Was kann man sich darunter vorstellen? Eine Welt der Vorstellungskraft kann man sich darunter vorstellen. Oh wow. Lost Worlds ist ein narratives Spiel, das innerhalb der Seiten eines Tagebuches stattfindet. Ein junges Mädchen, Izzy, schreibt, was ihr im Leben passiert und wir begleiten sie durch das Tagebuch. Ja? Okay, das ist interessant. Und wie sieht das vom Gameplay her aus? Also ist es eher Plattformer oder würdest du es eher actionreicher beschreiben? Action nicht unbedingt. Es ist ein Puzzle-Plattformer, wo die Zeilen des Buches sowohl die Plattformen sind, auf denen man sich bewegt, aber auch die Elemente sind, mit denen man Puzzle löst. Also man kann zum Beispiel ein Wort nehmen, kann das Wort woanders hinziehen, kann es als Plattform verwenden, um woanders hinzukommen. Man könnte es aber auch für die Bedeutung des Wortes verwenden. Also zum Beispiel das Wort öffnen, vor ein Schloss tun, dann geht es auf. Okay, großartig. Und wie lange wird das Spiel denn ungefähr sein? Also was kann man von der Spieldauer her vorstellen? Wir möchten an die 4 Stunden Spielzeit haben, die recht intensiv mit Story zugepflastert sind. Nachdem das Spiel selber in einem Buch stattfindet, müssen wir immer zusätzlich zur Bewegung ein bisschen Geschichte dazusetzen, sonst funktioniert das nicht. Aber wir haben noch dazu ein kleines Gimmick mit eingebaut. Ein kleines Gimmick? Ein kleines Gimmick. Also Izzy schreibt in einer Fantasy-Geschichte. In der Fantasy-Geschichte tut sie im Unterbewusstsein alle Dinge aufarbeiten, die sie vielleicht sonst nicht in Worte fassen könnten. Und wir können sie in die Fantasy-Geschichte hineinbegleiten. Wenn sie anfängt daran zu schreiben, wechselt das Spiel von einem Puzzle-Plattformer, der auf einer Buchseite stattfindet, hin zu einem Spiel, das in der Fantasy-Welt selber stattfindet. Okay, ich meine, das klingt alles wirklich extrem kreativ. Jetzt muss ich natürlich auch fragen, wer zeichnet sich für die Story verantwortlich? Für die Story verantwortlich zeichnet sich Rihanna Pratchett, eine Autorin, die für Tomb Raider, für den Reboot von Tomb Raider, die ersten beiden Teile der Story geschrieben hat und die auch als Tochter von Terry Pratchett den Namen mitgenommen hat. Großartig, ja. Also das ist eben das, was man immer assoziiert, Pratchett, den Namen Pratchett. Also ich muss sagen, ich habe es so angespielt, ich finde es großartig, schaut super aus und naja, ich warte dann auf den Release. Da haben wir noch zum Glück ein ganzes Jahr vor uns, bevor wir soweit sind, aber ich kann es kaum erwarten, fertig zu sein. Okay, super. Ich danke dir. Danke sehr.